Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind gerade so ein bisschen am Weg Richtung, also uns Richtung Story vorzuarbeiten. Da, Brief im Grenzland. Oh, ich schon wieder so ein Baum. Da, mit dem Riss ist noch mal leichter, aber hochzukommen. Sehr schön. Langsam kümmer's. Jetzt gibt's halt nicht nur noch zwei oder so. Liegt da wieder fahl im Schnee rum, der Connor. Immer das gleiche mit dem. So, hier gleich können wir. Jetzt kommen natürlich überall die Kuriermissionen. Naja, eigentlich nur eine. Wo wir schon waren. Die zweite ist nicht so weit von dem Schnellreisepunkt, deswegen geht das schon. Erstmal dem da hinten sein Brieflein. So, hier gibt es scheinbar auch Waschbären. Ein Stress bitte. Da oben ist der nächste Klunker. Und dann können wir jetzt zur Hauptmission weiter. 400 Meter in diese Richtung. Schade. Ja, Mann. So. Also haben wir. Und unsere Pfeile geben wir halt auch die meisten wieder zurück. Ist ganz angenehm eigentlich. So, und hier ist so eine Art Schlachtfeld irgendwie. Schauen wir mal, ob wir hier nicht irgendwo einen Schnellreisepunkt bekommen. Das wäre zumindest ganz nett. Hier ist zumindest irgendwie ein unser Ort. Wachen sie noch so halb scharf auf mich? Ah, da ist er, der George. Dann reden wir mal mit dem, würde ich sagen.
fehlender Nachschub. Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Was können wir mit ihm sonst so reden? Commander. Ich habe versagt, Connor. Sieh dich um, dann weißt du, wie wahr meine Worte sind. Die Revolution schien einst eine gute Sache. Unser Streben, edel und rein. Wir verlangten nur, was allen Menschen zusteht. Freiheit, Gleichheit und Respekt. Das Empire hätte uns danken müssen. Stattdessen führten sie Krieg. Einen Krieg, den sie nun vermutlich gewinnen. Ich wagte, von besseren Zeiten zu träumen. Sieh, was es gebracht hat. Solch dunkle Gedanken lähmen einen Mann. Doch nur, wenn er es zulässt. Sieh genau hin. Dort stehen Männer und Frauen zur Freiheit entschlossen. Solch ein Kampf ist nie leicht und verläuft nie ohne Opfer. Ich selbst fragte mich oft, ob ich daheim bei meinem Volk nicht glücklicher wäre, mit einem einfacheren Leben. Doch wenn ich meine Ziele aufgebe, wenn du deine aufgibst, wer nimmt dann unseren Platz ein? Und was geschieht mit den Menschen, die sich auf uns verlassen? Es ist nicht recht, dass sie leiden und ich nicht. Wenn harter Boden ihr Nachtlager ist, so soll er auch meines sein. Was ist mit dem Sturm? Wenn ich es nicht mit etwas Schnee aufnehmen kann, dann gibt es wirklich keine Hoffnung. So, jetzt soll ich zur verlassenen Kirche zurückkehren. Da holen wir uns aber gleich die zwei Federn am Weg. Wenn wir schon wieder so weit durch die Gegend müssen, dann darf es sich auch lohnen. Ich erinnere mich, dass der George Washington, glaube ich, an der Erkältung gestorben ist. Oder Grippe oder so. Weil er draußen geschlafen hat irgendwie. Weiß aber nicht mehr so ganz, nicht, dass wir ihn jetzt auf die Idee gebracht haben. Das wäre natürlich wieder irgendwie nicht ganz so cool. Dann muss ich mal kurz laufen aufhören, damit ich meine Kamera wieder anschalten kann, weil wenn man mehr als zwei Tasten gleichzeitig drückt, dann funktioniert der Shortcut nicht mehr. Warum auch immer. So, laufen wir ganz am Rand zurück. Gibt's eh nichts Wichtiges. Hier ist das, die Welt schon extrem leer.
Die liegt jetzt quasi perfekt am Weg. Aber ich fand's, oder find's jetzt eigentlich gesagt, ich fand eigentlich an dem Spiel damals gar nichts gut, erinnere ich mich. Aber ich find's jetzt eigentlich ganz cool, dass... Ja, dass es quasi Liebe und Gute bisschen besser gibt und wir nicht quasi so wie sonst immer bei den Lieben auf der Abschussliste stehen. Denen ihre Wachen da und deswegen umbringen müssen. Was ich irgendwie immer blöd fand. Also ich muss sagen, so schlecht finde ich das Spiel. Ich finde den Connor halt immer noch unglaublich schwierig, sich mit dem überhaupt zu identifizieren. Ja, Mann. Halt immer noch irgendwie so ein mäßig spannender, doch viel weniger sympathischer Kerl. Und das, ja, das macht's, glaube ich, hauptsächlich ein bisschen kaputt. Vater. Connor. Ein letztes Wort? Warte. Eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen, Städte zu plündern, den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey? George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren. Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Wir arbeiten mit unserem Vater zusammen. Bisschen Templation wieder. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Es macht Spaß, mit unserem Vater zu kämpfen. Schnee hat die Spuren bedeckt. Doch noch ist genug zu sehen, um ihnen zu folgen. Ja, Mann. Wenn der Hase uns wieder so vor die Schnauze läuft, kann ich ja gar nicht anders. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege.
Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. So, jetzt habe ich ganz kurz telefonieren müssen. Fahrt zum Konvoi aufschließen. Ah, dieses durch den Schnee gerenne, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Die Outboard war gut diesmal. Ich hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden reich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Ist ein mieser Abgang. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Die Krone gewinnt am Ende doch. All dieses Leben verschwendet deine Schlachten. So, ich hätte mich nicht im Heukan verstecken sollen. Hey, wo ist der Aufseher? Lagermitte, bei dem Baum. Nicht zu übersehen. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Höchste Zeit, dass du aufkommst. Hör gut zu. Der Boss will, dass wir heute Nacht etwas Neues versuchen. Keine Konvois hier. Wir plündern das Yankee-Lager direkt. Sei froh. Genau das. Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Passt, geh zu ihm. Ist er hier? Natürlich nicht. Versteckt sich wohl in New York, sagt man. Und hält sich bedeckt. Schließlich will er nicht zurück in den Knast und so. Okay, bin dabei. Wen haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. So, ich hätte auch Wachen eliminieren sollen. Ja.
Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Komm her. Ja, habe ich jetzt nicht so richtig kapiert. Irgendwie hat sich da jetzt das Spiel voll aufgehängt. Die haben mich ja gar nicht mehr angegriffen. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Nein, du willst einfach weg. Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Also, überlebt. Ja, Mann. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt wieder voll ab vom Schuss. Holen wir uns mal die Sachen hier hinten noch. Soll ich sagen, immer den Weg entlang, nur damit der Weg in die falsche Richtung geht? Okay. PT in Valley Forge entdeckt. Was haben wir dann wieder hier? Was fehlt hier noch? Oh, wir wissen noch nicht was. Jetzt gesagt wieder irgendein Raubtier. So, wieder einen vor, oder? Nur ein kleines Sperrgebiet, Grüß Gott.
So, kein Problem. Die Drohnen in Troy's Wood. Das ist die Feder. Machen wir die hier noch, weil die so ein bisschen im Weg ist, und dann hier unten die Sachen. Ich erinnere mich noch, dass ich das damals so krass fand, dass der Schnee sich einfach so bewegt. Wölfe. Alle her. Halt wieder fette Beule für mich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So, das waren jetzt hier alle, oder? So, ne, wir sind schon wieder im nächsten. Hey. Da, wunderbar. Da, weiter in die Richtung. Ein bisschen machen wir noch. Also hier gibt es viele Wölfe. Okay. Backt wieder alles rum. Bisschen schade, wenn wir eine Open World machen, dann nicht jeder Winkel irgendwie, muss ja nicht perfekt gemacht sein, aber zumindest gemacht wäre nett. Wisst ihr? So, ein YPT. Hier wäre. Nur wie man hinkommt, wissen wir noch nicht. Hier oben ist aber auf jeden Fall eine Feder, die können wir auch schnell einsammeln. So, wo könnte es hier in der Höhle gehen? Hier wieder irgendwo, ha?
Hinter dem Wasserfall vielleicht. Klischeehaft. Aber wahr. Auch hier, was ist das mit diesen Dreck- und Steintexturen einfach aneinander geklatscht? Dann macht's halt nicht so aufwendig, denke ich mir da immer. So, die Federn hole ich auch in dem Part jetzt noch schnell. Mit der Sammelsachen hänge ich dann immer so ein bisschen hinten dran. Immer weiter in die Richtung. Dann haben wir das Gänseland eh bald abgearbeitet. Ging jetzt heute flott. Heute haben wir echt viel geschafft. Das ist auch wieder komisch. Ja, Mann. Komm ich denn auf den Baum? Bild von dem da drüben. Da ist auf den hier kann ich hoch, ne? So, genau. Dann ist hier nochmal irgendwo eine mitten im Nirgendwo. Oh, das sind dann wieder nur 200 Meter, aber richtig weit auf der Karte. Manchmal ist ganz nah auf der Karte 300 Meter. Also der Maßstab, also entweder bin ich komisch oder der stimmt einfach nicht überall oder ist nicht überall gleich. Ist wieder absolut relativ. Ja, auf der Straße lässt sich es wieder besser Meter machen. Da, auf der Mühle. Ah, schönes Wetter hier. Richtig angenehm. Den Dingern hochklettern. Nein. Sehr schön. Dann war es mit dem Part. Das nächste Mal fangen wir hier unten an. Und machen die ganzen Sachen hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.